Hallo zusammen. Wellenbäder sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Heutzutage ist so etwas fast in jedem Wasserpark zu finden, sodass selbst Kleinkinder sich den Badespaß mit künstlichen Wellen auf keinen Fall entgehen lassen wollen. Doch bei weitem nicht alle Becken dieser Art sind ungefährlich. Und um das zu beweisen, haben wir in unserem heutigen Video die unglaublichsten Wellenbäder der Welt zusammengetragen. Ja, die einen sind durchaus badetauglich und in die anderen sollte man gar nicht erst steigen, selbst wenn man sich des Risikos voll bewusst ist. Seid ihr bereit, euch diese Bäder anzuschauen? Dann lasst uns loslegen. Great Barrier Reef. Wir beginnen mit einem harmlosen Schwimmbad, das sich auf dem Gelände des Wasserparks Raging Waves in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet. So wie in vielen anderen großen Wasserparks gibt es hier jede Menge Wasserrutschen und andere Attraktionen für jeden Geschmack. Und selbstverständlich ein Wellenbad. Hier nennt man diese Attraktion Great Barrier Reef. Laut den Betreibern sollen die Wellen bei diesen Becken genauso tobend sein wie die vor der Küste Australiens. Vermutlich sorgt es bei den Besuchern für mehr Nervenkitzel. Je nach Wunsch kann man sich einen Schwimmring geben lassen, um sich darauf schaukeln zu lassen. Oder ohne Hilfsmittel gegen die Wellen anzukämpfen, indem man es versucht, das Gleichgewicht zu behalten. Für die Erzeugung der künstlichen Wellen ist eine Wellenmaschine zuständig, die in der Nähe installiert ist. Je nach Programm wird Druckluft mit unterschiedlicher Intensität auf die Wasseroberfläche geblasen, aber alle 10 Minuten schaltet sich die Maschine ab, um sowohl sich selbst als auch den Badegästen eine Verschnaufpause zu gönnen. Five Waves. Die Idee, ein donutförmiges Ding aus Metall mitten in ein künstliches Gewässer zu platzieren, mag völlig absurd und sinnlos erscheinen, aber bei dieser Konstruktion handelt es sich tatsächlich um eine leistungsstarke Anlage, die künstliche Wellen schlägt. Nach mehreren Monaten Vorbereitung hat der maßstabgetreue Prototyp dieser Wellenmaschine 2018 endlich die ersten Wellen erzeugt, die surfbar waren. Das australische Unternehmen Surf Lakes, das sich auf der Herstellung von Wellenmaschinen spezialisiert, nannte diese Maschine Five Waves. Das System ist in der Lage, gleichzeitig mehrere Wellen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad sowie von unterschiedlicher Länge und Höhe zu schlagen, die an bestimmten Stellen des extra dafür angelegten Sees gebrochen werden. Bei Höchstbelastung kann die Anlage bis zu 2400 surfbare Wellen pro Stunde erzeugen. Jede Art von Welle ist übrigens dafür geeignet, geritten zu werden. Und ja, das Ganze wird wirklich durch dieses Ding ermöglicht. Das Unternehmen Surf Lakes verwendet zur Wellenerzeugung einen riesigen Kolben, der 1400 Tonnen wiegt. Sein Funktionsprinzip ist einfacher, als es scheint. Er wird ins Wasser eingetaucht, wodurch sich um ihn herum ringförmige Wellen bilden, die sich nach allen Richtungen ausbreiten. Anschließend treffen sie auf den Grund, der je nach der Stelle unterschiedlich geformt ist. Und so entstehen verschiedene Typen von Wellen, auf denen man reiten kann. Kelly Slaters Wellenfabrik. Kelly Slater ist eine wahre Surflegende. Er ist nicht nur ein Profisurfer, sondern auch ein anerkannter Schriftsteller, Schauspieler, Model, Ökoaktivist und Geschäftsmann. Slater ist ein elffacher Weltmeister im Profisurfen der ASP und das ist echt beeindruckend. Kelly war keine 5, als er mit dem Surfen begann und mit 10 hat er bereits diverse Wettbewerbe gewonnen. 1984 ist er zum ersten Mal in seiner Alterskategorie US-Meister geworden, aber das war erst der Anfang. Slater ist also jemand, der sich ein Leben ohne gute Wellen nicht vorstellen kann. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er begann, Wellen selbst zu erzeugen. Bevor Slater auf diese Idee kam, hat man lange Zeit künstliche Wellen und spezielle Becken benutzt, aber das Ganze hat sich zum Surfen nicht geeignet. Die Wellen waren nämlich nicht groß genug. Doch Kelly fand einen Weg, Wellen zu schaffen, die in jeder Hinsicht perfekt und sogar besser als die in der Natur sind. Nur wenigen Surfern ist es geglückt, solche Wellen im Ozean zu erwischen. Normalerweise muss man dafür eine Menge Geld ausgeben und auf entlegene Inseln reisen. Slaters künstliche Wellen könnten in der Surferszene für ähnliche Veränderungen sorgen, die Kletterhallen im Klettersport bewirkt haben. Er lernte Wellen zu erzeugen, die ihre Form behalten und sich mit gleicher Geschwindigkeit ausbreiten. 2007 gründete er eine eigene Firma und erschuf 10 Jahre später das, was inzwischen zu Recht als das beste Wellenbad der Welt gilt. Doch Kellys größter Traum ist, ein Wavepool zu bauen, in dem man ununterbrochen Wellen reiten könnte. Pool mit Wasserstrudel. Eines gleich vorweg, trotz des angsteinflößenden Namens ist dieses Becken vermutlich der sicherste Pool auf unserer heutigen Liste. Darin könnten sogar Kinder baden. Vorausgesetzt natürlich, sie sind nicht zu klein. Da der Pool ziemlich flach ist, könnte der künstliche Strudel den Schwimmern nicht mit in die Tiefe reißen, wie es in der Natur der Fall sein könnte. Es handelt sich dabei eher um eine lustige Attraktion, bei der man keine Extras wie eine Wasserrutsche benötigt. Nichtsdestotrotz könnte sich selbst ein solcher auf den ersten Blick harmloser Zeitvertreib für ein Kind als ernsthafte Herausforderung herausstellen. Darum raten wir Erwachsenen davon ab, ihre Kinder in einem solchen Becken unbeaufsichtigt planschen zu lassen. Selbst wenn es scheint, dass da nichts Schlimmes passieren könnte, könnte ein Kind durch die Kreisbewegung irritiert werden, zu viel Wasser schlucken und sogar anfangen zu ertrinken.
Hallenozean der US Navy. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Es heißt tatsächlich Hallenozean. Auch wenn das Becken wesentlich kleiner als ein echter Ozean ist, herrschen darin durchaus natürliche Verhältnisse. Dieses außergewöhnliche Becken, das den Namen Mask trägt, wurde 1992 gebaut und 2013 saniert. Es handelt sich dabei um ein riesiges Wasserreservoir, das 110 Meter lang, 73 Meter breit und zwischen 6 und 10 Meter tief ist. Die darin enthaltenen 44 Millionen Liter Wasser werden durch 216 elektromechanisch angetriebene und individuell gesteuerte Faltenbeläge in Bewegung gesetzt, die an den Rändern des Beckens installiert sind. Auf diese Weise werden ozeanische Verhältnisse imitiert, die in diversen Regionen unseres Planeten zu beobachten sind. Aber wozu der ganze Aufwand? Es ist so, dass es mehrere Arten von Wellen gibt. Sie unterscheiden sich je nachdem, ob man sich nahe am Ufer oder weit entfernt davon befindet oder ob man ins Epizentrum eines Sturms geraten ist oder am Himmel keine einzige Wolke zu sehen ist. Es scheint, als ob es unmöglich wäre, sich gegen derart unterschiedliche Bedingungen zu wappnen. So war es auch, bevor der Hallenozean gebaut wurde. Mask ermöglichte es, diverse Typen von Wellen zu imitieren und damit die Marines auf alles Mögliche vorzubereiten, sei es der Wellengang im Nordatlantik, im Südpazifik oder in den Küstengewässern irgendeines Staates. Modelle von Schiffen, die bis zu 9 Meter lang sind, werden im tobenden Wasser des Beckens unter realitätsnahen Bedingungen getestet. Und das ist gar kein Spiel. Dadurch können Wissenschaftler die Stärken und Schwächen eines neuen Wasserfahrzeugs ermitteln und sich sicher sein, dass die künftigen Schiffe ihre Aufgaben gerecht werden würden. Wellenforschungslabor. Das Wellenforschungslabor, das sich in der Stadt Corvallis im US-Bundesstaat Oregon befindet, wurde in den 70er Jahren gebaut. Schon damals war man hier imstande, standardmäßige Ozeanwellen zu simulieren, die man erforscht hat, weil man sich dessen bewusst war, dass man nur so den Ozean verstehen könnte. In den 90ern wurden hier zwei Becken dazugebaut, in denen sogenannte runde und rechteckige Wellen erzeugt werden. Man muss schon sagen, dass diese Wasserreservoirs sehr nützlich sind. So hat das rechteckige Becken 30 Wellengeneratoren, die zur Erzeugung von Sturmwellen unter kontrollierten Bedingungen eingesetzt werden. In diesem Labor hat immer reger Betrieb geherrscht. 2001 hat die nationale Wissenschaftsorganisation ihm Fördermittel in Höhe von 4,8 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Und 2007 hat das Labor 1,1 Millionen Dollar zur Erforschung von Wellen erhalten, die bei Hurricanes entstehen. Außerdem befasst man sich hier mit der Untersuchung ozeanischer Strömung und widmet viel Zeit der Tsunami-Forschung. Wissenschaftler von unterschiedlichen amerikanischen Universitäten kommen nach Corvallis, um eines der Becken des Labors zu nutzen und vielleicht eine wissenschaftliche Entdeckung zu machen. Forschungseinrichtung für Meeresenergie, Flowwave. Dieses Becken ist definitiv nicht dafür geeignet, eine der Attraktionen eines Wasserparks zu sein. Es ist schlichtweg zu gefährlich, darin zu baden. Bei Flowwave handelt es sich um eine Hightech-Anlage, deren Ziel es ist, große Wassermengen umzupumpen und dadurch Wellen und Meeresströmungen zu imitieren. Mit anderen Worten ist Flowwave ein Simulator für Ozeanwellen, der dafür entwickelt wurde, verschiedene Anlagen zu testen. Er befindet sich in der University of Edinburgh. Sein Herzstück ist ein rundes Betonbecken. Aber das ist nicht bloß ein Loch im Boden. Das mit über 2,4 Millionen Liter Wasser gefüllte Testreservoir ist in zwei Ebenen aufgeteilt, die durch einen beweglichen Boden, der einen Meter dick ist, voneinander getrennt sind. Das Ganze stellt ein äußerst kompliziertes System mit 28 Pumpen dar, die zur Erzeugung von ganz unterschiedlichen Wellen bestimmt sind. Da das Becken rund und dadurch quasi richtungslos ist, können sich darin Wellen in jede Richtung ausbreiten. Hier werden unter anderem physische Modelle erneuerbarer Messenergiequellen getestet. Delta Flume. Die Technische Universität Delft in den Niederlanden ist eine erstaunliche Einrichtung. Seit 2015 gibt es hier ein Forschungszentrum, in dem man die Auswirkung von Riesenwellen auf Deiche, Schutzwälle, Molen und Seebauten erforscht. Und es geht dabei nicht nur um theoretische, sondern um praktische Erkenntnisse, weil die Wissenschaftler im Rahmen ihrer Experimente gelernt haben, diverse Wellentypen zu erzeugen. Die Wellen können bis zu 4,5 Meter hoch und bis zu 5 Meter breit sein. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es eine ähnliche Anlage. Das Ganze wird durch eine besondere Konstruktion der Maschine ermöglicht, die diese Wellen auftürmt. Beim Wellensimulator handelt es sich um einen 300 Meter langen, 9,5 Meter tiefen und 5 Meter breiten Kanal, an dessen einem Ende ein Wellenbrett installiert ist. Dieses wird von 4 Hydraulikzylindern vor- und zurückgeschoben und am anderen Ende befindet sich eine Rampe, auf die die Wellen krachen. Selbstverständlich braucht ein solcher Wellensimulator jede Menge Wasser. Deswegen befindet sich neben der Delta Flume ein Wasserreservoir mit einer Füllmenge von 9 Millionen Liter Wasser. Das Volumen entspricht etwa dem von 4 Olympiabecken. Das Speicherbecken befindet sich unter der Erde und ist parallel zum Wasserabfluss ausgerichtet.
Bonus: Rettung nach Notwasserung. Zu guter Letzt gibt es zwar kein Wellenbad, aber trotzdem etwas durchaus Sehenswertes. Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass Helikopterbesatzungen bestimmte Trainings durchlaufen. Es ist völlig unumgänglich, um zu wissen, was man in der Luft im Notfall tun soll. Und besonders spannend sind die Trainings, denen den Hubschrauberpiloten, die auf Öl- oder Gasbohrinseln arbeiten oder Ordnungshüter unterzogen werden, die regelmäßig über Wasser unterwegs sind. Es besteht ja immer die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Hubschrauber weit entfernt von Land eine Fehlfunktion auftritt, was bedeutet, dass man sich als Pilot darauf gefasst machen sollte. Dazu werden spezielle Trainings durchgeführt, bei denen Abstürze ins Wasser simuliert werden. Dabei kommt natürlich nicht ein ganzer Hubschrauber zum Einsatz, sondern nur ein Übungsmodell. Es geht darum, es aus der Kabine herauszuschaffen und an die Wasseroberfläche zu kommen. Herkömmliche Simulatoren imitieren eine Notwasserung, indem sie sich nur um eine Achse drehen. Fortgeschrittene Simulatoren dagegen lassen sich nicht nur nach links oder nach rechts, sondern auch um 360 Grad drehen, und zwar sowohl horizontal als auch vertikal. Das Ziel ist, Helikopterbesatzungen auf jegliche Notsituationen vorzubereiten. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!